So, in diesem Fall darf ich Ihnen etwas erzählen über etwas, das sich vor 100 Jahren ereignet hat. Nämlich im Jahr 1923 wurde das Barockmuseum im unteren Belvedere eröffnet. Das Ganze hat seine Basis in der Neuordnung der staatlichen Museen nach dem Ende des Ersten Weltkriegs. Aus den kaiserlichen Sammlungen wurden staatliche Sammlungen und erstellt wurde dieses Konzept vom Kunsthistoriker Hans Dietze. In erster Instanz galt es damals eben einmal das Barockmuseum im unteren Belvedere einzurichten. Im Jahr darauf, 1924, folgte die Galerie des 19. Jahrhunderts im oberen Belvedere. Also es wurde damals eben sehr wichtige Arbeit geleistet. Was für das untere Belvedere maßgeblich ist, das war insofern ein Kraftakt, weil es waren erstens einmal wirtschaftlich schwierige Zeiten nach dem Ersten Weltkrieg, das heißt eben entsprechend Objekt zusammenzubekommen, diese auch einer entsprechenden Präsentation zuzuführen, also es musste natürlich eben auch für die bauliche Instandsetzung Geld herbeigeschafft werden und so darf ich Ihnen sagen, es hat genau 11 Monate gedauert, bis dieses Museum letzten Endes eingerichtet war. Warum war das Interesse für die Kunst des Barock in Österreich besonders groß? Das beginnt schon im ausgehenden 19. Jahrhundert, als es zur wissenschaftlichen Auseinandersetzung damit kam. Und einer der Proponenten war Albert Ilk, der damals eben auch in den kaiserlichen Sammlungen im unteren Belvedere, wo damals noch im späten 19. Jahrhundert die Ambrasser-Sammlungen untergebracht waren. Er war hier tätig und hat eigentlich eine sehr rege Publikationstätigkeit entfaltet. Er hat zum Beispiel geschrieben zu Prinz Eugen als Kunstfreund. Das ist eben genau für unser Haus eine sehr wichtige Publikation. Er hat publiziert zu Georg Raphael Donner, zu Johann Bernhard Fischer von Erlach, aber eben, das ist auch wieder fürs Belvedere wichtig, etwa auch zu Franz Xaver Messerschmidt. Und das sind ganz entscheidende Publikationen, wo man immer wieder mit Ehrfurcht hineinsieht, wenn man bedenkt, im späten 19. Jahrhundert ohne jegliche elektronische Datenverarbeitung mit Recherchmöglichkeiten namens Bibliothek und Archiv, aber eben nichts online, eben was er im Laufe seines leider nicht zu lange währenden Lebens wirklich bewerkstelligt hat. Sie sehen auf der rechten Seite auch einen Einblick eben in die Ambrasser-Sammlung und im Hintergrund sehen Sie ganz klein diese Bildchen, das ist die Porträtgalerie, die heute noch im Obergeschoss vom Kunsthistorischen Museum ausgestellt ist, eben im Rahmen des Münzkabinetts und das sich eben damals im unteren Belvedere befunden hat. Wenn ich nun sage, es waren wirtschaftlich schwierige Zeiten nach dem Ersten Weltkrieg, also da sind so Stichworte wie etwa Kriegsanleihe, das heißt eben auch viele Private hatten ihr Geld verloren, der Staat, der neu gegründete kleine Staat Österreich lag da nieder, aber trotzdem herrschte eine gewisse Aufbruchsstimmung. Und da ist natürlich immer die Frage, man will ein Barockmuseum gründen, aber woher kommen die Objekte? In erster Linie greift man natürlich auf das zurück, was bereits vorhanden ist. Sie sehen hier 3 Werke, also von Sambach, der Entwurf für das Altarbild links, bereits 1912 angekauft. Und 1912, da hat es etwas auf sich mit diesem Jahr. In diesem Jahr wurde nämlich die KK Österreichische Staatsgalerie gegründet. Das heißt, eben so etwas aus der modernen Galerie zuvor bestanden hat, hervorgegangen ist. Und ab 1912 sollte dezidiert auch mittelalterliche und barocke Kunst gesammelt werden. Und eben genauso im Jahr 1912 ist es auch wirklich losgegangen damit. Eben dieser Altarentwurf von Caspar Franz Sambach, dann eben ein nun Paul Droger zugeschriebenes Werk
Ebenfalls im Jahr 1912 erworben, und zwar bei der Galerie Dr. Otto Fröhlich hier in Wien. Das ist eine Galerie, mit der gerade in den Anfängen des Ausbaus der Sammlungen sehr rege Kontakte bestanden haben. Es ist natürlich schon auch, dass man sieht, welche Händler hier in Wien zu welcher Zeit eine entsprechende Kompetenz hatten für das, was gesucht war. Es war eben noch nicht zu weit etabliert. Und dann der erste Charakterkopf von Franz Xaver Messerschmidt, der 1915 in München erworben wurde. Ich sage also, den zitiert der erste, der eben auch von einem Händler erworben wurde. Es gab schon welche in staatlichem Besitz, die waren eben sozusagen im heutigen Mack, wurden dann erst später übertragen. Und da ist da schon eigentlich ein ganz schönes Panoptikum gegeben, wie die Sammlung aufgebaut wurde. Was aber dann immer wieder hineinspielt, ist, es gab zwar seit Jahrzehnten schon die Kunstgeschichte als Disziplin, Albert Ilf, auch andere haben langsam aber sicher die Kunst des Barock in Österreich entdeckt, das Ganze beforscht. Was wir uns aber immer vor Augen halten müssen, ist, man hatte zwar schon die Methode der Fotografie, aber eben sozusagen also Vergleichsbeispiele zu erhalten auf diesem Wege war schon kompliziert. Und auf der anderen Seite Publikationen, andere Formen der grafischen Reproduzierung, das war alles sehr kostspielig. Das heißt eben, man musste auch ein sehr gutes Bildgedächtnis haben, um entsprechend das Ganze umsetzen zu können. Ja, also ein Beispiel auch einer frühen Erwerbung, wo eben, sage ich mal, noch eben genau diese Kompetenz im Stilerkennen vielleicht gefehlt hat. Das ist eben links dieser wohl auch Entwurf für ein größeres Gemälde von Domenico Antonio Vaccaro. Und ich habe dort notiert, frühere Zuschreibungen an Daniel Gran. Daniel Gran war ein Künstler, der über lange Zeit im frühen 18. Jahrhundert in Italien ausgebildet wurde, daher auch so einen italienischen Stil als gebürtiger Österreicher nach Österreich zurückgebracht hat. Das war immer auch so ein Grund, ihm gewisse Dinge zuzuschreiben. Und später ging es dann über zu Anton Kern, einem Künstler, der aus dem Gebiet des heutigen Tschechien stammte, später dann nach Dresden gegangen ist und der ebenso Studien in Italien absolviert hat. Das heißt, man hat immer versucht, in dieses Bild des österreichischen Barock auch manches, was ein italienisches Erscheinungsbild hatte, förmlich ein bisschen hineinzuzwängen. Also man hat immer noch eine Begründung gesucht, dass, wir sprechen nämlich vom österreichischen Barockmuseum, so etwas enthalten sein durfte. Im Fall also von dem Vaccaro, den führen wir selbstverständlich heute auch so. Und das war eine ganz interessante Entdeckung, einmal, sage ich mal, ein Zufallshinweis. Da gibt es große weiße Kunstbände aus Italien vom Elektra Verlag. Und eben in einem dieser vielen Bände ist dieses Bild als in Schwarz-Weiß publiziert und dann noch dazu mit der Angabe unbekannter Verbleib. Also es kursierte ein Foto und es war nicht einmal klar, dass das bei uns im Museum befindlich ist, weil es eben auch nicht ausgestellt war. Rechts ein Bild, das vor ein wenigen Jahren durch eine Sonderausstellung im oberen Belvedere in den Fokus gerückt wurde, und zwar von Mildorfer, das Altarbild aus der Hundsmühle in Schwechat. Und dieses Bild ist eben, als dort Renovierungsarbeiten erfolgt sind und ist eben damals schon eben noch zu Kaiserszeiten auch den Vorform, nenne ich jetzt das Denkmalamt, bereits existiert hatte. Und der damalige Besitzer, der Brauereibesitzer, Brauereiunternehmer Anton Dreher, sich entschieden hat, wenn er quasi schon alte Gebäude niederreißt, dass er dann eben sozusagen dieses Bild, das wurde damals eben schon sehr gewissermaßen kritisch besprochen, aber dass er dieses Bild eben der KK Staatsgalerie geschenkt hat.
Was noch immer für unser Museum allgemein sehr wichtig war, waren wohltätige Menschen, die uns einerseits gerade in der Frühzeit mit finanziellen Beträgen geholfen haben, andererseits eben auch Menschen, die direkt den Ankauf von Kunstwerken unterstützt haben oder Kunstwerke geschenkt haben. Im linken Fall wieder so ein Beispiel eines getarnten Italieners. Sage ich noch was dazu, dass eben aus dem Nachlass von Oswald Kutscherer-Woborski zu uns gelangt ist, so wie auch andere Objekte. Oskar Kutscherer-Woborski war ein Kunsthistoriker, der sehr früh verstorben ist an etwas, was damals eben ein großes Problem darstellte, da er sehr schwer zuckerkrank war. Eben man hat dann dieses Werk der österreichischen Galerie, die sie dann schon war, übertragen, in der Meinung, dass es ein Werk von Antonio Bellucci war. Und Antonio Bellucci war einer jener italienischen Künstler, die als Wanderkünstler sehr viel im Ausland, das heißt eben auch in Österreich, in Wien konkret, etwa beim Fürsten Liechtenstein, gearbeitet haben. Also das war eben so wieder der Deckmantel. Ein Bellucci darf auch in Richtung des österreichischen Barockmuseums wandern. Heute wissen wir, dass es eben aus dem neapolitanischen Kunstkreis kommt und ist Francesco de Mura zugeschrieben. Und dann natürlich rechts sehen Sie ein wirkliches Hauptwerk unserer Barocksammlung von Johann Georg Platzer, Samsons Rache, also wirklich auch eines der wichtigsten Werke des Künstlers, das eben ebenso damals mit Blick auf das zu eröffnende Barockmuseum in einem großzügigen Akt gestiftet wurde. Ein sehr großer Bestand kam natürlich aus den alten kaiserlichen Sammlungen. Da habe ich jetzt eben ein paar Beispiele ausgewählt. Links eine der vier Darstellungen aus der Reiherbeize von Laxenburg von Johann Christian Brandt. Und diese vier Gemälde im oberen Belvedere nach wie vor ausgestellt, wurden zur Ausstattung von Schloss Laxenburg in Auftrag gegeben zu Zeiten Maria Theresias und sind eben damals mit der Gründung des Barockmuseums aus Schloss Laxenburg übertragen worden. Das heißt, die sind direkt in unser Inventar übernommen worden. Dann eben die bereits erwähnten Charakterköpfe. Hier eben einer der Köpfe, die in zwei Tranchen insgesamt aus dem MAC übernommen wurden. Das ist ganz interessant, dass hinsichtlich dieser Köpfe damals nicht gefeilscht wurde, sondern dass die eben inventarmäßig übergeben wurden. Es waren andere Werke, nämlich auch aus dem MAC in der Anfangszeit des Barockmuseums im unteren Belvedere, wo es etwas verwunderlich ist, dass die nur als Leihgaben übergeben wurden. Und da gibt es eben also nach wie vor eben den Schriftverkehr in unserem Archiv, wo eben der damalige Direktor des MAC also begründet, warum er das nicht abgeben möchte. Aus heutiger Sicht, wie gesagt, die Charakterköpfe, die sehr viel mehr Popularität erlangt haben als andere Kleinskulpturen oder Plastiken, etwas, was eben auch mit unserem Haus, mit der Barocksammlung wirklich verbunden wird. Die waren ja zuvor auf Betreiben von Camillo Sitte mehr oder minder als Studienmaterial für die Staatsgewerbeschule erworben worden aus privatem Besitz und sind dann aber wieder in Vergessenheit geraten. Nachdem sie aufgefunden waren, hat man sie eben dem MAC übergeben und letzten Endes sind sie dann eben bei uns gelandet, Gott sei Dank. Dann natürlich, wenn ich sage, die alten kaiserlichen Sammlungen, habe ich jetzt zwei Gemälde hier ausgewählt. Ein Stillleben von Franz Werner Damm, wie auch eine Gesellschaftsszene von Franz Christoph Janek, die quasi ins Belvedere zurückgekehrt sind. Denn es war ja ab 1776 die kaiserliche Galerie im oberen Belvedere untergebracht. Das heißt eben, dass vor allem die Gemälde, die heute im Kunsthistorischen Museum zu sehen sind, sich schon einmal im Belvedere befunden haben. Sprechen wir von Tizian, von Rembrandt, von Rubens.
Und parallel dazu war natürlich auch im zweiten Stock damals die deutsche Schule untergebracht, sprich eben alles, was deutsch sprechend war. Und dazu zählten auch diese beiden Gemälde. Das heißt eben, die sind damals, muss ich jetzt betonen, zuerst leihweise der Staatsgalerie überlassen worden vom Kunsthistorischen Museum und erst nach dem Zweiten Weltkrieg inventarisiert. Also das ist auch so ganz merkwürdig von den Zugängen. Auch heute nicht mehr nachvollziehbar, wo wird etwas wirklich übergeben, wo glaubt man quasi an die Unendlichkeit dieser neu gegründeten Institution oder Teilinstitution und wo herrschte vielleicht auch ein bisschen Skepsis. Diese 11 Monate, in denen das geschehen ist, also Sie sehen hier links einmal Hans Dietze, der eben das Konzept ausgearbeitet hat zur Neuordnung der Museen, und das Verdienst, dass das in 11 Monaten geschehen konnte, war vor allem das Verdienst vom Direktor Franz Martin Haberditzel und seinem wissenschaftlichen Mitarbeiter Bruno Grimschitz. Denn es ist nicht nur das Museum eingerichtet worden, sondern es ist gleichzeitig auch ein Katalog mit Abbildungen von sämtlichen Exponaten herausgegeben worden. Also für die 20er Jahre eine durchaus luxuriöse Angelegenheit. Und später kam zu diesen beiden Herren noch Heinrich Schwarz hinzu, den Sie rechts im Bild sehen. Der hat dann eben bei der Erweiterung des Barockmuseums vor allem mitgewirkt und diese Erweiterung ist 1934 eröffnet worden. Natürlich für die ganzen Baumaßnahmen im unteren Belvedere, es waren ja erst 30 Jahre zuvor, sind die Ambrasser-Sammlungen weggebracht worden. Zwischenzeitlich hatte man Funde aus Ephesos im unteren Belvedere gelagert. Das heißt, da gab es schon etwas zu tun. Und da ist Camillo Castiglioni eingesprungen, ein Mäzen, der vor allem auf dem Finanzsektor zu großem Vermögen gekommen war und dem, wie Sie es lesen können, die damals in Zeiten der Inflation natürlich exorbitant scheinende Summe von 200 Millionen gestiftet hat, damals eben noch Kronen. Und davon sind 75 Millionen für die Einrichtung des Barockmuseums ausgegeben worden. Und darüber wurde auch genau Buch geführt, was damit gemacht wurde. Also wir haben da das markiert, also immer wieder Malerarbeiten, auch Wandbespannungen. Das hat sehr viel Geld verschlungen, natürlich eben aufgrund der Größe der Räume. Und dann eben sozusagen auch in der Mitte ist von Messerschmidt die Statue der Maria Theresia. Und die ist auch aus Laxenburg übernommen worden, gemeinsam mit der Statue von Kaiser Franz dem I. Stephan. Die beiden Statuen haben sich nämlich in Laxenburg in diesem Saal, wie Sie ihn unten sehen können, befunden. Und da muss man sagen, das ist zusammen mit Marmorstatuen aufgestellt worden. Und die Statue von der Maria Theresia war mit weißer Ölfarbe angestrichen worden, um sie an die Marmorstatuen anzugleichen. Und das wurde eben auch im Zuge der Überbringung nach Wien und ins Barockmuseum wurde die Figur entsprechend gereinigt, damit man eben sozusagen wieder das ursprüngliche Material, das Metall, also diese sehr hoch zinnhältige Legierung sehen kann. Und wenn Sie es heute bei uns in der Saale der Arena sehen, die beiden Figuren, dann ahnt man gar nicht, dass das eben also wirklich einmal mit einem Anstrich versehen war und auch wie gut dieser wieder entfernt werden konnte. Und auch diese Posten wurden dann sämtlich in die aufgenommen. Da habe ich nur markiert, also da gab es wieder eine große Folge von Malerarbeiten. Genau. Wandbespannung und da ist auch das Abdecken eben der Figur von Messerschmidt dezidiert vermerkt. Gut, Barockmuseum im unteren Belvedere. 1923 hat das noch nicht das ganze untere Belvedere umfasst. Ich habe es erwähnt, es waren die Funde aus Ephesos zu einem Teil hier ausgestellt und
die verblieben auch noch, ein Teil von denen verblieb auch noch im östlichen Teil des unteren Belvedere, also das, das, was hier eben so leicht rötlich markiert ist im Grundriss, während die grün markierten Teile eben bereits dem Barockmuseum zur Verfügung standen. Sie werden sich vielleicht auch noch erinnern, der Eingang zum Barockmuseum bis eben inklusive 2006 erfolgte ja über den Durchgang zum Garten, also da, wo eben der rot markierte Bereich ist. Nun war eben sozusagen ein alternativer Zugang notwendig, und wo eben dieser rote Pfeil befindlich ist, wurde eine Art Windfang vorgebaut, das heißt vom Garten aus war eben das Museum zugänglich, und so hat eben dieser Windfang ausgesehen. Sie stehen auch im Vergleich mit dem Herrn davor, dass das doch ein massiver Eingriff in die architektonische Gliederung war und dass man später eben auch sehr froh war, dieses Ungetüm mehr oder minder wieder beseitigen zu können. Ich mache jetzt eine Art Rundgang durch das Museum, wie es damals ausgesehen hat. Es war eben also hier vom Eingang her auf der einen Seite einmal ein Saal, der eben der Malerei um 1700 gewidmet war, mehr oder minder. Greife hier ab und zu Beispiele in Farbe heraus, also von Tamm, das Stillleben, haben Sie schon gesehen, und eben von Rottmeier, Tarquinius und Lucrezia, ein Werk, das eben auch aus der alten Kaiserlichen Galerie stammt. Dann der Eckraum, der Grotesken-Saal, der zu Zeiten des Barockmuseums bis zum Zweiten Weltkrieg wirklich vollgeräumt war. Sie sehen hier so diskret Tischvitrinen und Sie können es ein bisschen ausmachen. Links vorne bei dem Tisch, das war alles mit Medaillen aus der Sammlung des Münzkabinetts bestückt. Und also jeweils im Zentrum war eben eine Kleinplastik präsentiert. In dem Fall haben wir herausgegriffen von Merville einen Entwurf für ein Denkmal auf Katharina die Große, das allerdings nicht zur Ausführung gelangt ist. Die Marmorgalerie, heute leer, für einen sehr langen Zeitraum hat sie Arbeiten von Franz Xaver Messerschmidt beherbergt und insbesondere eben die Statuen von Maria Therese und ihrem Mann. Ebenso im Goldkabinett über sehr, sehr lange Zeit befand sich von Balthasar Bärmoser diese allegorische Gruppe auf den Prinzen Eugen, die sich heute in dem marmorierten Kabinett seitlich des Marmorsaals befindet. Und ein Detail: im Hintergrund neben den Spiegeln sehen Sie auf den Konsolen weiße Köpfe blitzen, und das sind Abgüsse nach Charakterköpfen von Franz Xaver Messerschmidt. Die wurden damals auch alle zusammen leihweise aus der Bundesmobilienverwaltung übernommen, und diese Konsolen waren einfach vorhanden und da hat man einfach die Köpfe hinaufgestellt. Das wurde dann 1934 bei der Neuaufstellung geändert, da hat man sich dann Vasen geleistet. Und ganz am Abschluss, das kleine Kabinett, ist einem in unserer Barocksammlung wichtigsten Künstler auch gewidmet worden, nämlich Franz Anton Malbertsch. Und dazu muss ich auch sagen, in dieser wirtschaftlich schwierigen Zeit der Zwischenkriegszeit, man hat sich besonders bemüht um Werke von Franz Anton Malbertsch, diese eben für das Museum zu erwerben. Es gibt auch eben sozusagen einen Hintergrund, die erste kunstwissenschaftliche Abhandlung war von Otto Benesch 1924, also 200 Jahre nach der Geburt von Malbertsch. Und parallel dazu hat sich an der Österreichischen Galerie der Direktor Franz Martin Haber-Dietzel intensiv mit dem Schaffen von Malbertsch auseinandergesetzt, dadurch eben auch entsprechende Expertise erworben, und das merkt man eben sehr schön an der hohen Qualität der Ankäufe.
Ich habe eben herausgenommen, die Heilige Sippe jetzt schon in restauriertem Zustand, sehr viel farbintensiver, mache kurz Werbung, nächstes Jahr gibt es eine kleine Malpertsch-Ausstellung, dann können Sie das auch wieder so schön sehen. In die andere Richtung, einen Raum, wo Altarbilder präsentiert wurden, und zwar aus der Ulrichskirche, die sind heute wieder vor Ort. Die wurden aber damals im Vorfeld in einem Seitenraum gelagert entdeckt und so hat man dann eben diese Altarbilder ins Museum geholt. Ich meine, es sind auch zwei Bilder für den farbigen Eindruck. Entschuldigung, da war jetzt zu schnell. Da sind jetzt die beiden Altarbilder. Und dann eben der gelbe Saal, der Georg Raphael Donner gewidmet war, über einen sehr langen Zeitraum, nämlich wirklich also bis das Barockmuseum im unteren Belvedere aufgelöst wurde. Das kommt am Schluss noch einmal. Und mittlerweile auch Geschichte, der Donnerbrunnen, der sich eben über ein Jahrhundert mit einer Unterbrechung während der Wegbringung des Zweiten Weltkrieges im Marmorsaal befunden hat. Hier eben sozusagen auch noch ein farbiger Eindruck in Form eines Gemäldes. Dann eben sozusagen auch noch ein Skizzenkabinett, reichhaltig ausgestaltet, wieder eine Arbeit von Franz Anton Malpertsch. Dann ein Raum, sagen wir, das Gebet am Ölberg von Droger zwischen den beiden Türen ist Ihnen vielleicht bekannt. Es ist ein Werk, das bei uns in der Regel immer ausgestellt ist. Und dahinter das große Gemälde, und eben rechts davon ist das letzte Abendmahl aus dem Stift St. Paul im Lavantal. Also man hat eben damals auch aus den Stiften wertvolle Leihgaben bezogen. 1934 die Erweiterung. Wie gesagt, der Eingang dann vom Durchgang her. Hier wurde auch gleich etwas aufgestellt, was sich heute noch an dem Ort befindet, nämlich die Skulpturengruppe mit dem heiligen Nepomuk von Johann Jakob Scheu. Dann wiederum das Grotesken-Saal, wo Sie eben sehen, links der neue Zustand, eine größere Figur, die Venus von Benzing, die da eben dazugekommen ist mittlerweile. Also hat man Veränderungen vorgenommen. Und dann eben zwei weitere Kleinskulpturen, also Lunen, den Thymien von Johann Georg Dorfmeister und die andere Gruppe von Johann Martin Fischer. Und eben wie versprochen, man hatte dann im Goldkabinett die Köpfe von Messerschmidt, also die Abgüsse, gegen Vasen ausgetauscht, so wie auch heute das der Fall ist. Es ist damals auch etwas entscheidend gewesen, nämlich dass man nicht allein auf einem genuin, sind wir mit einem Fragezeichen zu bestücken, einem genuin österreichischen Barock hinterhergejagt ist, sondern dass einfach auch erkannt wurde, es muss um die Kunst des Barock in Österreich gehen. Das heißt, es bedingt eben auch Kunst, die von außen importiert ist oder in vielen Fällen eben auch Künstler, die sich hier aufgehalten haben. So wurde eben links für uns von Johannes de Cordua, einem niederländischen Künstler, der sich lang in Mitteleuropa, also auch im Gebiet des heutigen Tschechien aufgehalten hat, wurde für unser Museum erworben. Und dazu hat man dann auch noch eine Leihgabe aus dem Kunsthistorischen Museum von Jan Anton von der Baaren gehängt. Das ist einer jener Künstler, die mit Erzherzog Leopold Wilhelm nach Wien gelangt sind. Daneben also wirklich nach wie vor eine rege Ankaufspolitik, reicht eben von Kremserschmidt über Paul Droger bis eben auch zu sehr wichtigen Werken der Skulptur, in dem Fall die Mutter Gottes von Hans Spindler. Und dann eben das, was passiert ist, worüber die Kollegin Monika Meyer noch genauer sprechen wird, dass eben auch das untere Belvedere am Ende, also gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, einen Schaden erlitten hat. Was sich davor schon alles ereignet hatte, möchte ich nicht vorgreifen. Und noch kurz eben davon sprechen, das Barockmuseum hat eben also bis zum Antritt der Ära von Agnes Husslein bestanden.
Sie sehen links oben wirklich diese beiden Messerschmidt-Figuren, die in der Marmorgalerie bis dahin gestanden sind. Dann eben den Saal mit den monumentalen Gemälden und unten eben wirklich dieser Donnersaal, der eben von den Anfängern des Barockmuseums her Bestand hatte. Das war eben schon so der kleine Ausblick Richtung 1938 und die Folgen. Und ich möchte an dieser Stelle eben übergeben und noch einmal jene vier Herren, die in der Frühzeit für das Museum, das Barockmuseum, sehr viel Verantwortung getragen haben, sehr viel geleistet haben, sozusagen die noch einmal in Erinnerung rufen. Denn letzten Endes sollte nur einer von diesen Vieren in Wien und eben auch am Belvedere bleiben dürfen. Ich würde vorschlagen, wenn Sie Fragen haben, dass wir das dann vielleicht im Anschluss gesammelt machen, wenn das geht, dass wir jetzt da einen fliegenden Wechsel vollziehen. Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Ich freue mich über Ihr Interesse und werde versuchen, anschließend an Georg Lechners Ausführungen über die Zeit des Nationalsozialismus zu sprechen. Ein weites Feld. Ich kann in dieser kurzen Zeit natürlich nur ein paar Aspekte ansprechen. Sie sehen hier jetzt auf der ersten Folie einen Einblick in unsere Jubiläumsausstellung, die manche von Ihnen bereits gesehen haben, nehme ich an. Wir haben in dieser Ausstellung auch der Zeit der NS-Regimes in Österreich und der österreichischen Galerie in dieser Zeit einen eigenen Bereich gewidmet, um die Entwicklungen unter diesem diktatorischen System auch im Bereich der Kultur- und Museumspolitik nachvollziehbar zu machen. Ich gehe jetzt aber noch einmal kurz zurück in die Zwischenkriegszeit. Es wurde in dieser Zeit eben nicht nur ein Barockmuseum im unteren Belvedere eingerichtet. Das obere Schloss war ja der Kunst des 19. Jahrhunderts gewidmet. Und man hat erst 1929, relativ spät, im Gebäude der ehemaligen Orangerie des Prinzen Eugen die moderne, sprich zeitgenössische Sammlung des Museums untergebracht. Das bedeutete, es war in diesem relativ kleinen Raum Kunst ab 1900 zu sehen. Ganz wesentlich natürlich auch schon in dieser Zeit die Kunst von Gustav Klimt. Man sieht hier vom Munchraum ausgehend einen Blick auf Gustav Klimts Kuss, der 1908 für die Moderne Galerie erworben wurde. Wenn Sie jetzt den Raum der Orangerie heute vor sich haben, dann wird Ihnen auffallen, dass die Raumsituation damals eine komplett andere war. Es war eine Zwischendecke eingezogen. Man sieht hier die Fenstersituation. Und an sich war diese Gestaltung 1929 durchaus als eine sehr progressive zu bezeichnen. Vor der Orangerie wurde auch 1929 ein Skulpturengarten eingerichtet mit Großplastiken wie dieser Figur von Renoir, die Sie im Mittelpunkt sehen können. Und mit dem Anschluss Österreichs im März 1938 war dann sehr rasch gerade dieser Bau und diese Einrichtung der modernen Galerie von der NS-Kulturpolitik betroffen. Wenige Tage nach dem Anschluss, nämlich bereits am 22. März 1922, wurde die Moderne Galerie geschlossen. Warum ist das so rasch passiert? Das hängt natürlich mit dem Kontext der NS-Kulturpolitik zusammen. Wie Sie alle wissen, gab es in den 30er Jahren im Deutschen Reich Säuberungsaktionen
Treffen sogenannter entarteter Kunst. Und man ist nach dem Anschluss davon ausgegangen, dass auch solche Bestände sich in den österreichischen Museen und Sammlungen befinden. Aus diesem Grund hat dann das damals noch österreichische Kunstministerium sehr rasch beschlossen, dass man diese Sammlungsbereiche für das Publikum schließt, um sozusagen nicht sogenannte Verfallskunst der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Georg Lechner hat ja die Figuren, prägenden Figuren, und es sind tatsächlich nur Männer in der Musealbürokratie bereits angesprochen. Er hat darauf hingewiesen, dass von diesen 4 prägenden Personen nach dem Anschluss nur noch eine Person, nämlich Bruno Grimschitz, im Amt geblieben ist. Sie sehen Grimschitz hier in einem frühen Porträt von Herbert Böckel aus der Zeit des Ersten Weltkrieges. Herbert Böckel hat sozusagen an der italienischen Front seinen Soldatenkollegen Bruno Grimschitz porträtiert. Und das ist durchaus bezeichnend, dass Grimschitz sehr engen Kontakt auch durchaus mit der künstlerischen Avantgarde seiner Zeit hatte. Andererseits aber auch durch seine Kärntner Herkunft sehr deutsch-national geprägt war und sich dann auch dem Nationalsozialismus zugewandt hat. Wir werden das im Lauf meiner Ausführungen noch detaillierter hören, also dass Bruno Grimschitz eine durchaus sehr ambivalente Person gewesen ist, der durchaus opportunistisch die Chancen ab dem März 1938 genutzt hat, um Karriere auch im Museum zu machen. Bruno Grimschitz war bereits nach seiner Promotion über den Barockarchitekten Johann Lukas von Hildebrand, also da besteht ein direkter Connex auch zur Schlossanlage des Belvedere, war ab 1919 wissenschaftlicher Mitarbeiter im Museum, war auch als Stellvertreter mit Franz Martin Haberditzel, dem damaligen Direktor, sehr vertraut. Und es mutet für uns natürlich äußerst befremdend an, dass Grimschitz bereits Anfang April die Chance nutzt, um in Zusammenwirken mit der NS-Bürokratie seinen langjährigen Vorgesetzten und Direktor aus dem Amt zu drängen. Sie sehen hier Franz Martin Haberditzel, ein Rubens-Experte, der ab 1915 hier im Haus tätig war, aber eine große Affinität auch zur zeitgenössischen Kunst hatte, in seinem Porträt von Egon Schiele. Und daneben ein Schreiben Grimschitz vom April 1938, als er also sehr früh am 2. April sich an den sehr verehrten Herrn Hofrat wendet, um ihm im Auftrag des Ministeriums den Rücktritt aus gesundheitlichen Gründen nahezulegen. Franz Martin Haberditzel war tatsächlich lange Jahre mit einer rheumatischen Erkrankung an den Rollstuhl gefesselt, und man hat es dann zum Vorwand genommen, um ihn aus dem Amt zu drängen. Eine kleine Bemerkung, die ich eigentlich am Anfang noch machen wollte und jetzt nachhole. Interessanterweise befinden wir uns jetzt in der sogenannten Ostmark, und die Österreichische Galerie ist eine der wenigen Institutionen in dieser Zeit, die diesen Namen beibehalten hat. Also während der gesamten NS-Zeit bleibt das Museum Österreichische Galerie, was mitunter zu Verwirrungen führen kann. Wie gesagt, die moderne Galerie wird eben bereits am 22. März für das Publikum geschlossen. Es erfolgt in diesen Tagen bereits eine Besichtigung durch den Kunsthistoriker Klaus Graf Bardesin als Bevollmächtigten des Reichspropagandaministeriums, der nach Wien kommt, um die Bestände der modernen Galerie auf sogenannte Verfallskunst zu überprüfen. Und es tritt nun der erstaunliche Effekt ein, dass bei dieser Sichtung, Bardesin betont, dass ihn Bruno Grimschitz wunderbar unterstützt hätte, dass bei dieser Besichtigung sich herausstellt, dass
nicht nur im Belvedere, aber auch in anderen Sammlungen, aber gerade in der modernen Galerie kaum Werke sogenannter Verfallskunst vorhanden sind. Das hat natürlich mit der Präsenz von progressiven Kunstrichtungen in der Zwischenkriegszeit zu tun. Es wurden in österreichischen Museen, aber auch in privaten Sammlungen kaum Werke von Kunstrichtungen wie Kubismus, Surrealismus, deutscher Expressionismus gesammelt. Angekündigt war ursprünglich, dass Bestände sogenannter entarteter Kunst auch aus den Wiener Museen entfernt werden, ähnlich den Beschlagnahmeaktionen, die im Deutschen Reich ja ab Mitte der 30er Jahre stattgefunden haben. Diese Beschlagnahmeaktionen haben in Österreich nicht stattgefunden. Das hat sicherlich auch den Grund, dass kaum Werke von diesen Künstlern vorhanden waren in den Sammlungen. Es ist dann Grimschitz sozusagen gelungen, diese Werke auch in die Bergungsorte weiterzugeben, und damit gibt es keine Verluste, ähnlich wie in deutschen Sammlungen, was Werke von bestimmten Künstlerinnen anbelangt. Sie können das, glaube ich, auf dieser Folie ganz gut lesen. Ein Aspekt ist natürlich auch in der frühen Zeit rassistisch konnotiert. Es geht natürlich auch um den Ausschluss von Werken jüdischer Künstlerinnen, die auch nicht mehr für das Publikum zugänglich sein sollen. Auch da war sicher angedacht, dass man Werke beschlagnahmt, eventuell vernichtet oder auch, wie in Deutschland geschehen, dann, um Devisen zu lukrieren, verwertet bei Auktionen. In Österreich hat man auch hier nicht darauf zugegriffen. Das betrifft zum Beispiel Künstlerinnen wie Max Liebermann oder Tina Blau. Auch diese Werke wurden mit den anderen Beständen in Bergungsorte verbracht und konnten damit sozusagen gerettet werden und sind nicht zerstört worden. Daneben noch ein Blick auf eine Personalliste. Man sieht hier sozusagen die personalen Entwicklungen, die sich ergeben haben. Franz Martin Haberditzl wurde pensioniert im Frühsommer 1938. Bruno Grimschitz als NSDAP-Mitglied wird der Direktor dieses Hauses. Heinrich Schwarz wurde von Georg Lechner angesprochen, einer der bedeutendsten Kuratoren in Österreich in der Zwischenkriegszeit, der unter anderem eine bedeutende Rolle als Fotohistoriker spielt und sehr früh in der Zwischenkriegszeit eine wirklich wesentliche Ausstellung zur Fotokunst auch im Belvedere gezeigt hat. Heinrich Schwarz wurde eben im April, wie es in den Quellen heißt, als Jude entpflichtet. Das heißt, er wurde aus dem Dienst entlassen und konnte aber über die Stationen in Schweden in das amerikanische Exil entkommen. An seiner Stelle wurde sehr rasch ein junger Kunsthistoriker in den Dienststand des Belvedere aufgenommen, den Sie hier auch auf der Liste an zweiter Stelle stehen. Das ist Dr. Kurt Blauensteiner. Warum ich ihn erwähne, ist, er ist der Sohn von Leopold Blauensteiner, dem ehemaligen Künstlerhauspräsidenten, der dann nach dem Anschluss zum Leiter der Reichskulturkammer in Wien geworden ist und einer der bedeutendsten Kulturfunktionäre. Und es verwundert daher nicht, dass sein Sohn sehr rasch diese Position einnehmen konnte. Und in den Quellen kann man nachlesen, dass sozusagen ein eigener ARIA-Nachweis, der für die Aufnahme in den Beamtendienst notwendig wäre, in dem Fall nicht notwendig ist, weil quasi die Person des Vaters bürgt, dass da sozusagen keine Probleme bestehen. Ganz interessant, wenn Sie sich erinnern an das Bild der Orangerie und des Kammergartens von 1929, in welchem baulichen Zustand zu Kriegsbeginn sich das vor allem untere Belvedere befunden hat. Die Aufnahme datiert ungefähr aus der Zeit von 1939. Wenn Sie heute die Situation der Orangerie im Blick haben, sehen Sie auch, dass die bauliche Gestaltung eben auch außen eine ganz andere war. Interessant auch vor allem für jene, die sozusagen
den Bereich des unteren Belvedere, im Bereich der Stallungen kennen, Prunkstall, Restaurierung, Research Center heute, dann sieht man sozusagen, in welchem Zustand die Gebäude damals waren. Cajetan Mühlmann, Staatssekretär im österreichischen, noch immer Kunstministerium unter Arthur Seyss-Inquart, hat dann eigentlich ein Programm gefordert, dass diese Bereiche umgebaut, modernisiert werden und ist durchaus nachvollziehbar, wenn man diese Fotos sieht. Und es gab dann verschiedene Pläne zur Nutzung dieses Areals. Und ganz interessant sind Überlegungen, im unteren Belvedere ein Volkskundemuseum einzurichten. Sie sehen hier Pläne von Oswald Hertel aus dem Jahr 1939, wo man sozusagen durchaus auch entsprechend dieser deutsch-nationalen Kulturpolitik sich mit deutscher Volkskunst auseinandersetzen wollte. Diese Pläne sind allerdings, wie Sie alle wissen, nicht realisiert worden. Was ist mit dem Gebäude der modernen Galerie in der Zeit passiert? Es war eben fürs Publikum geschlossen. Die Bestände wurden abtransportiert, zunächst ins obere Belvedere, dann in verschiedene Bergungsorte. Ich werde darauf noch näher eingehen. Und man hat auch da wieder dieser eigentlich beklemmende Konnex zur NS-Beraubungs- und Kunstpolitik. Man hat diesen Raum genutzt für die Zentralstelle für Denkmalschutz. Und zwar wurden in der Orangerie in der NS-Zeit sogenannte sichergestellte Bestände, vor allem aus ehemals jüdischen Sammlungen, untergebracht. Unter anderem ganz bedeutend Kunstwerke von Gustav Klimt aus der Sammlung Lederer, darunter die Fakultätsbilder, die man deponiert hat in der Orangerie. Bruno Grimschitz hat aber nach wie vor eigentlich versucht, dass man die Orangerie museal nutzt. Es gab Pläne in der NS-Zeit, dass man ein Mittelaltermuseum in der Orangerie unterbringt, und es entbehrt vielleicht nicht einer gewissen Ironie, dass dann nach dem Zweiten Weltkrieg 1953 das österreichische Mittelaltermuseum in der Orangerie untergebracht wurde, das bis 2007 Bestand hatte. Ja, ganz wesentlicher Aspekt, auf den ich kurz eingehen möchte, ist dann die Erwerbungspolitik. Es erscheint für uns natürlich manchmal kaum nachvollziehbar, dass während des Zweiten Weltkrieges eine durchaus sehr, sehr rege und reiche Erwerbungspolitik stattgefunden hat, in sehr enger Zusammenarbeit mit der Reichsstatthalterei. Insbesondere unter Reichsstatthalter Baldur von Schirach wurde sehr viel Geld, man spricht hier vom sogenannten Berliner Millionensegen, sehr viel Geld investiert, um die Sammlungen in Wien weiter auszubauen. Und diese Erwerbungspolitik, die Bruno Grimschitz in durchaus enger Zusammenarbeit mit Baldur von Schirach durchgeführt hat, hat sich auf verschiedenen Ebenen abgespielt. Man sieht auch hier sehr, sehr schön diese Ambivalenz, sowohl in der Figur von Bruno Grimschitz und seinem Kunstverständnis, aber auch die Ambivalenz in der NS-Kulturpolitik. Bruno Grimschitz wird durchaus zu Recht in der Literatur als einer der Profiteure der jüdischen Enteignung auch in Wien genannt, und das ist durchaus zutreffend. Er hat aber sozusagen auch viele andere Werke quasi am Kunstmarkt lukriert, und ich zeige hier ein prominentes und bedeutendes Beispiel. 1942 konnte er insgesamt 5 Gemälde aus der ehemaligen Sammlung von Robert von Mendelssohn aus Berlin erwerben. Entgegen sozusagen des naheliegenden Verdachts, dass es sich um eine Entziehung gehandelt hat, hat sozusagen die Witwe, die arische Witwe unter Anführungszeichen von Robert von Mendelssohn, 5 Werke 1942 ans Museum verkauft, und darunter waren neben Werken von Corot, Manet und Degas, war eben diese berühmte Gartenweg in Giverny von Claude Monet, der 1942 ans Museum gekommen ist.
Ganz wichtig in der NS-Zeit waren natürlich auch Ankäufe zur Förderung von deutscher regimegenehmer Kunst. Man hat hier sehr eng auch mit dem Wiener Künstlerhaus kooperiert. Präsident des Wiener Künstlerhauses in der NS-Zeit war als Nachfolger von Leopold Blauensteiner Rudolf Hermann Eisenmenger, auch einer der führenden Kulturfunktionäre in Wien in der NS-Zeit. Und ich zeige hier als Beispiel für eine Erwerbung in dieser Zeit ein Damenporträt von Rudolf Hermann Eisenmenger, das auf einer der Künstlerhausausstellungen in der Zeit angekauft wurde. Als weitere Beispiele, die diese Gespaltenheit in der NS-Kulturpolitik und Erwerbungspolitik darstellen, zeige ich Ihnen drei weitere Erwerbungen. Sie sehen von Lovis Corinth den liegenden weiblichen Akt. Das ist bemerkenswert insofern, als Lovis Corinth einer jener Künstler war, dessen Werk als entartet im Deutschen Reich entzogen wurde, und Bruno Grimschitz kauft aber ganz offiziell mit Unterstützung der Reichsstatthalterei diesen Akt 1941 aus der Galerie Welz in Salzburg. Als Beispiel einer von der NS-Kulturpolitik geförderten Künstler ist Fritz Behn zu nennen, einer der Künstler, der auf der gottbegnadeten Liste war. Als Überweisung der Reichsstatthalterei kommt eben dieses Porträt von Wilhelm Furtwängler in die Sammlung, der Dirigent, der selbst auch auf der gottbegnadeten Liste war. Und ein für mich immer ganz interessantes Beispiel ist das Werk von Gerhard Marx. Gerhard Marx ist 1933 bereits als Rektor einer Kunstschule in Halle an der Saale von den Nationalsozialisten aus politischen Gründen aus dem Amt vertrieben worden. Er war dann immer wieder von Ausstellungs- und Arbeitsverbot bedroht, schafft aber weiter Werke und wird von der Galerie Buchholz in Berlin vertreten. Und Bruno Grimschitz kauft ganz offiziell 1943 mehrere Werke von Gerhard Marx für die Sammlung an. Ein interessantes Beispiel ist vielleicht auch der Umgang mit dem Werk von Egon Schiele in der NS-Zeit. Es gibt immer wieder Diskussionen, ob Egon Schiele als entarteter Künstler in der NS-Zeit gegolten hat. Ab 1937 wurden tatsächlich Zeichnungen von Egon Schiele aus deutschen Museen als entartet entfernt. In Österreich ist Egon Schiele ab 1938 durchaus auf dem Kunstmarkt weiter präsent, auch in Versteigerungen des Dorotheums. Und Sie sehen hier ein Schreiben von Bruno Grimschitz an Anton Peschka, den Neffen von Egon Schiele aus dem Jahr 1941, wo er dezidiert feststellt, dass Egon Schiele von offizieller Seite nicht als entartet bezeichnet wird. Und in diesem Kontext ist es eben interessant, dass Bruno Grimschitz 1943 ein Werk Schieles im Wiener Kunsthandel erwirbt, aus der Galerie Elte Neumann, Schieles Spätwerk Vier Bäume. Dieses Bild stammte aus einer ehemals jüdischen Sammlung von Dr. Josef und Alice Morgenstern, die 1938 zur Flucht gezwungen waren. Alice Morgenstern hat als U-Boot in Brüssel überlebt. Ihr Mann ist nach Auschwitz deportiert worden und dort ums Leben gekommen. Und 2020 hat man dieses Werk, das manche von Ihnen ganz sicher im oberen Belvedere gesehen haben, ist eben an die Erbinnen nach Alice und Josef Morgenstern restituiert worden. Ich habe schon darauf hingewiesen, und das ist auch nachvollziehbar, dass sehr früh Bergungsmaßnahmen eingesetzt haben. Also schon vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs im Sommer 1939 hat man begonnen, Bergungsmaßnahmen durchzuführen. Man hat damals Kategorisierung von Kunstwerken durchgeführt. Es gab drei Kategorien mit Wichtigkeit, welche Werke
sozusagen möglichst geschützt werden sollen. Und man hat dann ab Sommer 1939 begonnen, wichtige Werke der Sammlung in externe Bergungsorte zu verlagern. Und der erste große Bergungsort war die Kartause Gaming in Niederösterreich. Und für uns interessant ist, dass trotz dieser Bergungsmaßnahmen ist während der gesamten NS-Zeit bis 1945 ein regelrechter Bergungsverkehr durchgeführt worden. Das heißt, man hat aus den Bergungsorten immer wieder Objekte nach Wien gebracht oder umgekehrt wieder in die Bergungsorte zurückgeschickt. Es war natürlich ein riesen logistisches Problem, man musste dafür sorgen, dass man LKWs bekommt, dass man Benzin bekommt. Aber man sieht hier an diesem Beispiel ganz gut, dass sozusagen Werke immer wieder hin und her geschickt wurden. Schönes Beispiel ist auch dieser Brief von Emil Nolde. Emil Nolde war in Kontakt auch mit Reichsleiter Baldur von Schirach und es stand zur Debatte, dass Emil Nolde ein Atelier auch in Wien bekommt und es wurden Werke von Noldes auch sozusagen als sogenannter Fremdbesitz in Bergungsdepots des Museums gebracht. Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, dass das Museum bis August 1944, wenn auch in sehr eingeschränkter Form, für das Publikum zugänglich war. Wie gesagt, die moderne Galerie blieb geschlossen. Von Schließungen war sehr früh auch das Barockmuseum betroffen. War natürlich die große Sorge, dass man diese riesigen Altarbilder und Monumentalskulpturen bei etwaigen Luftangriffen schützt. Und so ist dann das Barockmuseum ab 1941 komplett geschlossen worden. Auch im oberen Belvedere, in der sogenannten Sammlung des 19. Jahrhunderts, hat man nur einen eingeschränkten Betrieb aufrechterhalten. Man hatte im Erdgeschoss Räume für Wechselausstellungen und im ersten Stock gab es 4 Räume, wo in sehr eingeschränkter Form Werke des 19. Jahrhunderts, sowohl deutsche als auch französische Kunst, aber auch österreichische Kunst ausgestellt waren. Bruno Grimschitz hat es sehr beklagt, dass sozusagen nur ein Rumpfbetrieb mehr möglich ist. Ich habe jetzt schon angesprochen, es erstaunt auch immer wieder, dass in der NS-Zeit auch Sonderausstellungen durchgeführt wurden, sowohl im oberen Belvedere als auch an externen Orten. Im oberen Belvedere gab es 2 wichtige Ausstellungen, vor allem zu Emil Jakob Schindler und Ferdinand Georg Waldmüller, noch Anfang des Jahres 1943 mit erstaunlich regem Besucherzustrom mit mehr als 40.000 Besucherinnen. Die wichtigste Ausstellung, die aber von Seiten des Belvedere und Bruno Grimschitz veranstaltet wurde, ist die große Gustav Klimt-Retrospektive, die 1943 im ehemaligen Gebäude der Sezession durchgeführt wurde, im sogenannten Ausstellungshaus Friedrichstraße. In dieser Ausstellung waren natürlich sehr viele Werke aus ehemals jüdischen Sammlungen zu sehen, die beschlagnahmt oder sichergestellt waren. Ich habe hier eine Raumansicht ausgewählt, wo man an der Wand links in der Mitte das zweite Porträt der Adele Bloch-Bauer sehen kann. Adele Bloch-Bauer, dieses Porträt ist ja 2006 restituiert worden und ist ab morgen im oberen Belvedere in einer Sonderausstellung wieder zu sehen. Interessant ist, dass dieses Bild eben auch, obwohl es sozusagen eine jüdische Dame darstellt, in einer Ausstellung in der NS-Zeit zu sehen ist. Und es ist aus Sicht der NS-Kulturpolitik durchaus nachvollziehbar, dass man im Sinn einer Eliminierung jüdischer Identitäten der vor allem porträtierten Damen die Namen natürlich in dieser Ausstellung und im Ausstellungskatalog nicht genannt hat. Adele Bloch-Bauer wird hier zur stehenden Dame und wie gesagt, um hier jeglichen Konnex zu diesen Porträtierten oder auch Mäzeninnen aus der jüdischen Bourgeoisie zu eliminieren.
Auf der linken Seite sieht man ein Bild, das ebenfalls aus der Sammlung Bloch-Bauer stammt, dieses Landschaftsbild Schloss Kammer 3, das bereits 1936 von Ferdinand Bloch-Bauer in Erinnerung an seine früh verstorbene Frau der Österreichischen Galerie gewidmet hat. Und dieses Bild ist als einziges der Bloch-Bauer-Bilder nach wie vor im Bestand des Museums, weil es eben schon vor dem Anschluss an das Haus gekommen ist. Es ist leider so, dass es kaum Raumansichten oder Ausstellungsansichten aus der NS-Zeit gibt. Deswegen kann man nur ganz wenige Eindrücke hier wiedergeben. Man sieht hier einen Einblick in den Makkertsaal, vermutlich entstanden in den späten 30er, frühen 1940er Jahren. Ich habe jetzt schon darauf hingewiesen, dass eigentlich im oberen Belvedere nur 4 Räume mit Kunst für das Publikum zugänglich waren. Der Mackerzahl und angrenzende Räume wurden deswegen in dieser Form erhalten, nicht nur, weil es sich zum Teil um großformatige und sehr schwer zu transportierende Bilder gehandelt hat, wie bei diesem Triumph der Ariadne auf der linken Wand, sondern es war der dezidierte Wunsch der NS-Bürokratie, dass man diese Räume auch für Staatsakte weiterhin trotz des Kriegsgeschehens zur Verfügung gestellt hat. Das ist ein interessantes Phänomen, dass dieses Schloss Belvedere dann bis zum Staatsvertrag eine sehr politische Rolle gespielt hat und immer wieder für Repräsentationszwecke auch genutzt wurde. Es wurden hier tatsächlich immer wieder diplomatische Veranstaltungen durchgeführt. Unter anderem ist der sogenannte erste Wiener Schiedsspruch im November 1938 hier im Belvedere verhandelt und dann auch gefeiert worden. Und warum ich dieses Bild zeige, hat jetzt weniger die Funktion in diesem Rahmen, dass man sozusagen die 4 Außenminister sieht, sondern dass man sieht, wie die Ausstattung des Museums in dieser Zeit ausgeschaut hat. Man sieht hier im Hintergrund 2 Gemälde von Anselm Feuerbach in dieser Inszenierung, wie sie ab 1924 im oberen Belvedere zu sehen war. Auch hier ein weiteres Beispiel anlässlich des Beitritts Ungarns zum Drei-Mächte-Pakt 1940 hat sich auch Adolf Hitler im oberen Belvedere befunden. Und man kann hier im Hintergrund im Spiegel ein Makkert-Gemälde sehen, wie es sozusagen in der Originalplatzierung ausgestellt war. Als kleine Referenz an Georg Lechner und das Barockmuseum komme ich jetzt noch einmal auf Georg Raphael Donner und den Donnerbrunnen zurück. Ich habe eben erwähnt, dass, wie gesagt, schon ab 1939 sehr viele Objekte in Bergungsorte gebracht wurden. Ein Riesenproblem stellten natürlich die Transportierungen von Groß- und Monumentalskulpturen dar. Ich weiß jetzt eigentlich gar nicht, wie viele Tonnen allein die Providentia des Donnerbrunnen wiegt, aber man hat sich dann doch dazu entschlossen, Anfang 1943 diese riesigen Skulpturen in einen Bergungsort zu bringen, und zwar nach Schloss Schönborn in Göllersdorf. Auch da haben wir jetzt leider keine zeitgenössischen Fotografien, wie dieser Transport in dieser Zeit bewerkstelligt wurde. Aber lustigerweise hat sich in der Albertina dieses Blatt von Oskar Laske erhalten, der sozusagen diese Deponierung in der Sala Terina in Schloss Göllersdorf zeigt. Das obere Schloss wurde dann während des zunehmenden Luftkrieges auch genutzt, um Behörden des NS-Regimes, Polizei, Luftschutzbehörden hier unterzubringen. Man kann auf dieser Aufnahme ganz gut den baulichen Zustand des Schlosses sehen, mit den Zubauten, die unter Franz Ferdinand Ende des 19. Jahrhunderts angebracht wurden. Und man hat sich dann entschlossen, 1943 einen großen Bunker vor der Südseite des oberen Belvederes einzurichten.
Hier sind zwei Beispiele für diese Bauarbeiten, die hier stattgefunden haben. Bruno Grimschitz, der eben nicht nur Direktor, sondern auch Barockexperte war, hat sich immer wieder in Eingaben an die Behörden gewandt und sich dagegen ausgesprochen, dass dieses Barockjuwel eigentlich missbraucht wird als Unterbringung für Luftschutzanlagen. Es gab Flakanlagen vor dem oberen Belvedere und es war natürlich die Nähe zum Südbahnhof und es bestand natürlich die eminente Gefahr, dass durch Luftangriffe dieses Barockjuwel zerstört wurde. Grimschitz' Befürchtungen haben sich dann natürlich bewahrheitet. Ende 1944 gab es dann die ersten Bombentreffer auf das obere Belvedere. Zu dem Zeitpunkt hat man dann auch die Sammlungsreste, die im Haus verblieben sind, im Bergungslager in Wien, unter anderem im Augustinerkeller bei der Albertina untergebracht. Es wurden die Büroräumlichkeiten inklusive Restaurierung, Bibliothek, Archiv auch in die Albertina verlegt, also an einen Museumsbetrieb war natürlich in dieser Zeit nicht mehr zu denken. Anfang 1945 gibt es dann einen weiteren großen Bombentreffer, der in dem Fall das untere Belvedere betrifft. Der Grotesken-Saal ist hier massiv getroffen und es besteht natürlich die Riesenschwierigkeit, dann nach Kriegsende sozusagen diese Sanierungen durchzuführen, weil in der frühen Nachkriegszeit ganz schlicht auch Baumaterialien fehlen, um da Sanierungsarbeiten durchzuführen. Und es hat dann ja bis Anfang der 1950er Jahre gedauert, bis das untere Belvedere fertiggestellt wurde. 1951 hat man dann hier die erste Ausstellung durchgeführt. 1953 wird dann das Österreichische Barockmuseum wieder eröffnet. Ja, damit schließe ich. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und wie Georg Lechner schon angekündigt hat, stehen wir gerne für Fragen zur Verfügung, wenn Sie das möchten. Dankeschön.